Spiel fortfahren. So. Was sollte das? Ich weiß, er hat sich trotzdem geheilt, aber irgendwo gab das für mich keinen Sinn. Moment, kann Schall nicht auch Blitz? Ich glaube, das wäre schlau wie die ganze Zeit. Ja, und das fällt mir jetzt ein. Bin ein ganz, ein großer. Jan? Du kannst... Achso, das ist sie. Ich habe jetzt gerade schon... Ja, danke. Kannst du nicht hier... Ja, du kannst. Habe ich jetzt Blitz ausgewählt? Immer dieses hängende Kampfsystem. Du kannst nicht, aber du kannst dafür hier mal... Ach komm, du kannst deine Mana... Hier und Jan. Ihr haut einfach mit euren Blitzzaubern drauf und... Alnut heilt euch einfach. Und bitte diesmal Evian. Aua. Limit. Danke. Sieht irgendwie komisch aus, wenn da plötzlich vier Evians rumstehen. Ich würde mich beängstigt fühlen. Achso, du auch, Limit. Hier, bitte. Auch wenn du nur eigentlich nur Saltus schlägst. Der schläft hier einfach. Okay, du heilen. Bitte auf dich selbst. Nächste Aktion wird sehr stark. Ich weiß nicht, ob sich das auch auf die Zauber bezieht. Muss ich mal ausprobieren. Hier bitte Blitz. Oh, ja, Ayot. Ja, Ayot ist so geschockt, da... War das mit dem... Nein, nicht auf dich selbst! Okay. Jetzt ist Jan tot. Was sag ich? Okay, du Mädchen machst weiter. Und du nimmst eine Phönixfeder. Und steckst die an den Hut, dann steht er wieder auf, warum auch immer. Ja. Würdest du bitte langsam sterben? So, du nochmal hier heilen, auf ihn, danke. Nein, nicht du. Wieso muss das immer hängen? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kommentiere hier nicht sehr. Ach Quatsch, Phönixfeder. Hier bitte Mana-Trank auf dich selbst. Steck. Hat sie sich gerade das Schwert in die Haare gesteckt? Okay. Warum auch immer. Heilen hier nochmal auf Jan. Aldo ist gleich selbst tot. Mein Hals kratzt schon wieder. Ich hätte gern wieder bald eine sehr starke Aktion. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Kampf für euch so unepisch langweilig ist. Ich würde wahrscheinlich dabei einschlafen. Aber gut. Und wieso habe ich... Ach, ich bin doch einfach dumm. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Orangensaft. Jetzt hätte ich dann einen zweiten Kommentator hier. Schon eine Weile, weil ich so unproduktiv bin. Habe ich schon das Wort unproduktiv erwähnt? Du schiebst dir mal in den Heiltrank rein. Warum werfen sie die Heiltränke auch immer in die Luft? Du nochmal auf dich. Und die hier nochmal Blitz.
glaube, ich verstehe das mit den sehr starken Zaubern und so weiter langsam. Aber gut, du hier, Mana-Trank, auf dich selbst. Aber gut, du hier, bitte. Danke. Du hier, bitte, Limit. Fum, 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 blödes Rumgefuchtel. Jetzt bitte, stirb doch bald. Nicht hängen. Ich bräuchte irgendein Thema, das ich bei solchen Passagen anführen kann. Das ist ein Verbesserungsvorschlag für die Vollversion, Zarfort. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Ich hoffe es einfach mal. Aber bitte keine so starken... Keine mehr so langen Bosskämpfe mehr. Na endlich! Irgendwann fällt ihr das Schwert noch auf den Kopf. Und dann werde ich lachen. Ich werde angestrahlt. Schnell zurück in den Zug, bevor der besäuerte Faller Safner noch ohne uns nach Mizzal fällt. Meep, meep. Ah, ich muss mir wieder mit... Oh! Fortsetzung folgt. Ein besonderer Dank geht an... Die Tester, 7 Aero Code, Beta-Tester, 110, Blackman, Cutmatch Road, Lexane, Link, Master und noch viele andere. Die Technik von Cherry, Gnuff, GS, Sands, DS, Search, die Grafiken von Oscar, Big Lobe, Daenerys, Stavia, Stunk, Granby, Kaltblut, Revmap, Theodore, The Question und Vato. Die Musik von Atel Nota, Bjorn Lüne, Faria, Morris Kui, Unabara und Geräusche von Fine Sounds. Die Rechte an Bild und Ton stehen den jeweiligen Inhabern zu. Alle im Spiel sind frei erfunden, individuell überstellen, sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Besonderen Dank geht an F to the Low and Kaltblut und Kaltblut. Ein Spiel von Zarfort. Mit Zar. Ende. Oh Mann, Leute. Ich grinse mir hier gerade einen ab. Also. Okay, was soll ich jetzt sagen? Wir haben es ernsthaft durch. Es müssten jetzt. Lasst mich nachdenken, es sind insgesamt 52 Folgen voller Schwachsinn mit mir und Mitza. Der Schwachsinn kam dann doch eher von mir. Ja, wir sind durch. Beziehungsweise, ja. Gut. Als nächste... Nein, fangen wir nicht mit den nächsten Projekten an. Was... Kleiner Rückblick auf Mizzar. Also, mir hat Mizzar extrem gut gefallen. Mizzar war einwandfrei. Also, kann man nichts sagen. Hier und da ein paar kleine Bugs, die ich aber eher witzig wie nervig fand. Also... Ich habe schon schlechtere RPG Maker Spiele gespielt. Vielleicht. Ja. Wie gesagt, die Bosskämpfe waren mir ein bisschen zu lang. Kann aber am Let's Play gelegen haben. Ist für ein Let's Play eher unpraktisch, aber gut. Und weil mir nichts Produktives einfällt, wie oft will ich das Wort produktiv jetzt noch verwenden? Also, hat mir echt super gefallen. Für die Leute, ich habe auch schon Fragen bekommen, ja, wirst du jetzt weiter Let's Playen? Natürlich werde ich weiter Let's Playen. Leute, mir gucken ein MG und ein DK zu. Glaube ich zumindest. Stehen zumindest in der Abo-Liste. Also, habe ich eine andere Wahl? Nein, Quatsch. Mir macht das Let's Play unglaublich Spaß. Unglaublich. Ich finde es unglaublich... Wie oft will ich jetzt noch unglaublich verwenden? Was ist denn mit mir heute? Ja. Lernen sprechen. Vollidiot. Nein.
mir hat's extrem Spaß gemacht. Ich find's jetzt echt schade, dass mit Sascha schon vorbei ist. So im Rückblick, Mitza, was gibt's noch zu sagen? Die Geschichte hat einen ganz anderen Charakter gehabt. Sie war ein bisschen, sie war leicht verwirrend, aber nicht schlecht verwirrend, sondern eher gut verwirrend. Wie soll ich das jetzt sagen? Man hat am Anfang gar nicht gewusst, auf wessen Seite soll man jetzt stehen, was ist eigentlich los, und dann kamen plötzlich die Chelas dazu. Die Charaktere haben ihre eigene Persönlichkeit gehabt. Chan, der typische Held. Chan, oh Gott, Aljot natürlich. Chan eher der gefühlslose, überhebliche Typ. Typisch Evian als Kopfgeldjägerin. Der, ja, egal. Also, hat mir echt gut gefallen. Von allem her, super RPG Maker Let's Play, kann ich nur empfehlen. Als meine zwei nächsten Projekte wird es wahrscheinlich ein normales RPG Maker Game, das heißt in der Richtung wie Mitza, also ein ganz normales RPG Adventure. Das Nebenprojekt wird entweder ein kürzeres Projekt sein, aber ich glaube, als Nebenprojekt werde ich ein RPG Maker Horror Game spielen. Da ist noch die Überlegung, ob ich da einen Kumpel von mir einbaue. Ist so eine Sache. Also, ich denke, wenn der da mit dabei wäre, wäre extrem cool. Der Gruselfaktor würde eher verloren gehen, das muss ich sagen. Aber gut, ich würde nach den ersten 5 Folgen des Horror-Let's Plays weinend in der Ecke liegen und... ja. Nein, Spaß. Oder auch doch nicht. Na, egal. Schreibt vielleicht mal unten in die Kommentare, was ihr davon denkt. Habt ihr eher Lust auf den Gruselfaktor? Wollt ihr eher, dass ich mich erschrecke und dann wirklich weinend in der Ecke sitze? Oder wollt ihr, dass das Ganze ins Lächerliche gezogen wird? Weil dann kann ich euch das versprechen, dass... ja. Früher oder später werde ich ihn einbauen, das kann ich euch sagen. Das heißt nicht, dass er euch vorbehalten wird, aber eben nicht in diesem Let's Play. Gut, ich bedanke mich, freue mich echt total, dass ich mein erstes Let's Play durch habe. Auch, dass ich jetzt schon so viele Leute hinter mir habe, und finde ich echt toll. Also ganz nochmal großen Dank an dich, MG. Nochmal großen Dank an alle, die mir zuschauen, ob Abonnent oder nicht, ist mir eigentlich egal. Abonnenten sind mir eigentlich gar nicht wichtig. Ich will Kommentare. Ja, ich lebe davon. Gebt mir mehr Kommentare. Ja. Und bevor ich hier noch komplett verrückt werde, melde ich mich hier ab und sage Goodbye und viel Spaß noch, und wir sehen uns beim nächsten Projekt. I will be back. Bleib fruchtig!